Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Der Anlass dieses Workshops ist offensichtlich, der Krieg in der Ukraine erfordert, dass man das Phänomen des Imperialismus noch einmal studiert. Der Imperialismus ist Ausdruck des Kapitalismus auf seiner höchsten und zugleich letzten Stufe, der Stufe der Fäulnis. Das ist natürlich ein Megathema, weil in Wirklichkeit versuchen wir hier die Welt zu erfassen, in der wir heute leben, beziehungsweise die fundamentalen Widersprüche um die Welt in den letzten 100, 150 oder 130 Jahren zu verstehen. Das ist gar nicht so einfach darzustellen. Und ich habe mir gedacht, dass vielleicht am geschicktesten ist, dass man zuerst quasi die Merkmale des Imperialismus durchgehen und dann die konkrete historische Entwicklung bis zur aktuellen Situation. Und im ersten Teil quasi werde ich das historisch nur so weit zugrunde legen, damit dass man das Phänomen irgendwie fassen kann. Also zuerst das Phänomen und dann der historische Prozess. Wenn man Imperialismus diskutiert, kommt man an Lenin nicht vorbei. Der hat eine sehr kurze und prägnante Definition des Imperialismus geliefert. In seinem Buch Imperialismus, das höchste Stadium des Kapitalismus, das er 1916 verfasst hat. Auch das kein Zufall, weil es ging darum, den Ersten Weltkrieg zu erfassen und vor allem also den politischen Opportunismus ja, im Grunde, also theoretisch zu überwinden, um ihn dann praktisch zu überwinden. Die Definition von Lenin lautet folgendermaßen. Er hat die fünf berühmten quasi Definitionen, die den Imperialismus charakterisieren. Er sagt, erstens ist kennzeichnend, die Konzentration der Produktion und des Kapitals, die eine so hohe Entwicklungsstufe erreicht hat, dass sie Monopole schafft, die im Wirtschaftsleben eine entscheidende Rolle spielen. Zweitens, die Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital und es entsteht eine Finanzoligarchie auf Basis dieses Finanzkapitals. Drittens, der Kapitalexport im Unterschied zum Warenexport gewinnt besondere Bedeutung. Viertens, es bilden sich internationale monopolistische Kapitalistenverbände, die die Welt unter sich teilen. Und fünftens, die territoriale Aufteilung der Erde unter die kapitalistischen Großmächte ist beendet. Allerdings, einleitend zu diesem Absatz erklärt Lenin die Problematik von Definitionen und er sagt, dass Definitionen eine nur bedingte und relative Bedeutung haben und dass das Ganze ein extrem dynamischer Prozess ist und gleich anschließend an diese Definition hält er fest, dass der Imperialismus anders definiert werden muss, wenn man ihn als immer quasi politisch mit ihm arbeitet, wenn man den Opportunismus kritisiert. Aber dennoch, diese fünf Merkmale versuchen wir jetzt quasi in die Gegenwart zu übersetzen, um das gut in unserem Gedächtnis zu verankern. Historisch kann man sagen, dass die Bedingungen für den Imperialismus mit der Weltwirtschaftskrise 1873 geschaffen worden sind. Am 9. Mai 1873 kommt es zu einem Börsenkrach in Wien und das dann eine mehrjährige Krise, Weltkrise einleitet. Eine der ersten oder sagen wir mal die damals stärkste simultane, gleichzeitig stattfindende Weltwirtschaftskrise der Geschichte. Und in der Überwindung dieser Krise bilden sich diese fünf Phänomene heraus. Das erste ist eben die Monopolisierung des Kapitals, das stattfindet. Man muss sich vorstellen, vor 1873 gab es in Wien über 150 Bankhäuser. Und 20 Jahre später gibt es ein führendes Finanzinstitut, das ist die Kreditanstalt, die dann im weiteren Prozess zur Bank Austria geworden ist. Das heißt, ein riesen Konsolidierung und Monopolisierungsprozess, der hier stattfindet. Im Übrigen, für Wien-Urlauber,
Der Spekulationsboom vor 1873 hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen in der Wiener Stadt, nämlich die ganze Ringstraße. Das war das, was im Zuge dieses Booms vor 1873 aufgebaut worden ist. Und dann ist man drauf gekommen, ja, dass die Preise nicht stimmen, und dann war eben der Kollaps vom 9. Mai. Und dann findet dieser Konzentrationsprozess statt. Folgende Sektoren waren das. Das erste waren die Eisenbahnen und dann die ganze Industrie, die damit zusammenhängt. Kohle, Stahl, Sprengmittel etc. Hier findet der erste Monopolisierungsprozess des Kapitals statt. Und der Lenin erklärt dann, dass das dann der Zusammenschluss in, wie es nennt, Syndikate, Trusts, Monopole verfolgt. Diese Phänomene gibt es immer noch. Zum Beispiel gibt es immer noch Kartelle wie das Erdölkartell OPEC oder Arbeitsgemeinschaften, wo Konzerne zum Beispiel den Semmering-Tunnel bauen oder so. Aber das zentrale Merkmal in der historischen Entwicklung ist die Herausbildung von konsolidierten multinationalen Konzernen. Das ist der wichtigste Ausdruck des Monopolisierungsprozesses. Und hier findet das seine finale Form. Wenn man heute das anschaut, es gibt so eine Top-Liste, die Top 500 Konzerne der Welt, das wird vom Forbes-Institut erstellt. Die erwirtschafteten im Jahr 2020 gemeinsam einen Umsatz von 33.300 Milliarden Dollar. Das entspricht fast 30% des Weltbruttoinlands, also des Weltprodukts, werden von 500 Firmen erbracht. Und das sind die, unter den Top 10 finden sich so klingende Namen. Der größte Konzern der Welt ist Walmart. Dann Nummer 2 ist schon ein chinesischer Konzern, ein chinesischer Energieproduzent. Und Nummer 3 ist Amazon. Und um einen Link hier dazu zu bringen, wenn wir gestern diskutiert haben, was für eine historische Signifikanz das hat, dass die US-amerikanische Arbeiterbewegung quasi sich manifestiert mit einem sehr coolen Gewerkschaftsführer im drittgrößten Konzern der Welt. Es ist so, dass unter den Top 10, es ist mehrheitlich noch amerikanische, 5, aber 3 chinesische Multis, ein japanischer, Toyota und ein deutscher, Volkswagen. Und wenn man insgesamt unter den Top 500, ist es so, dass es Kopf-an-Kopf-Rennen gibt. 2020 gab es noch eine knappe Mehrheit von amerikanischen Konzernen, 121 der 500 sind US-amerikanische Konzerne. Aber im darauffolgenden Jahr gab es schon mehr chinesische Multis als amerikanische im vergangenen Jahr. Und neben den bekannten Konzernen gibt es viele Konzerne, von denen man noch nie was gehört hat. Es gibt zum Beispiel 4 Konzerne weltweit, die 90% des Getreidehandels monopolisieren, weltweit. 2 davon sind amerikanische Konzerne, ein französischer und ein niederländischer. Das heißt, dieser Konzentrationsprozess ist wirklich in allen Teilen der Ökonomie vollzogen und vollzieht sich weiter. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Konzerne, diese multinationalen Konzerne, die profitabelsten Bereiche der Ökonomie kontrollieren, obwohl sie in der Regel nicht die innovativsten Betriebe sind. Und das macht Sinn, weil wenn man extrem viel Kapital investiert hat, dann will man keine technologische Innovation haben, weil man mit der Marktmacht, die man hat, sowieso total guten Profit macht. Das ist zum Beispiel ein Thema auch für die Klimasituation zum Beispiel. Also es ist irgendwie erstaunlich, dass die Hauptformen der Energiegewinnung und der Antriebstechnik heute die gleichen sind, als wie 1880. Und wir wissen, dass eben Konzerne mit ihrer Marktmacht hier Innovation verhindern. Und das hat auch einen politischen Effekt auf die Arbeiterbewegung. Wenn man zum Beispiel die österreichische Metallindustrie anschaut, dann ist es so, dass Konzerne wie die Voestalpine
eine EBITDA, eine Profitrate zwischen 8% und 10% haben. Das heißt, sie machen pro 100 Euro investierten Geld 8 bis 10 Euro Profit. Wenn Autozulieferer, diese kleinen Familienbetriebe unter Anführungszeichen, was auch in Wirklichkeit kleine Konzerne sind, aber die Auspuffe oder irgendwas halt für Volkswagen, Mercedes oder so, die haben einen Profit, die machen einen Profit zwischen 0% und 2-3%. Und das ist natürlich eine der Spaltungslinien in der Bourgeoisie, die natürlich die Gewerkschaft zu einer der Spaltungslinien macht, weil die Betriebsräte in der Föst sagen, wir brauchen keinen gemeinsamen Kollektivvertrag, wir können für uns im Konzern viel mehr rausholen, warum sollen wir diese Zwetschgenbetriebe irgendwie mitorganisieren? Genau. Das ist also der Monopolisierungsprozess aus der Produktion heraus. Dann kommt das Finanzkapital ins Spiel. Und es ist einfach, in diese Konzerne ist es nicht mehr so, dass die einen Kredit nehmen, sondern dass die Banken quasi hinüberwachsen in die Konzerne so und miteinander fusionieren. Auch das ist zunächst einmal nur eine Machtverschiebung innerhalb der Bourgeoisie. Sprich, entscheiden tun die Emissäre der Bank im Konzern und nicht der technische Produktionsleiter oder so. Ja. Das ist logisch, das kennt man aus jedem Betrieb, wenn man arbeitet. Eine Sache ist noch dazu zu sagen zu den Konzernen. Eine Seite daran ist natürlich enorm progressiv, weil was hier stattfindet, ist die völlige Integration der Produktion, der Logistik, des Welthandels in sehr konzentrierten Sektoren. Das heißt, es macht die Aufgabe, vor der wir stehen, der Etablierung einer globalen Planwirtschaft enorm einfach. Das ist alles schon angelegt in der Wirtschaft, das ist enorm effizient. Es geht für uns nur darum, die Aktionäre zu enteignen und diese Konzerne nach einem anderen Prinzip, nämlich nach dem Prinzip der Bedürfnisbefriedigung der Menschen, quasi umzuorientieren. Genau, es ist nichts einseitig. Also wir haben die Monopole, wir haben das Finanzkapital drin und das Finanzkapital wird zum beherrschenden Element der herrschenden Klasse. Und auch dabei bleibt es nicht, sondern diese Finanzoligarchie, wie es Lenin nennt, wächst in den Staatsapparat hinüber und ergibt eine Formation, die der Lenin im Vorwort von Staatenrevolution den staatsmonopolistischen Kapitalismus nennt. Ein Begriff, über den wir vielleicht noch diskutieren. Normalerweise haben wir nicht so drüber geredet, weil es eine Stamokap-Theorie gibt, die allerdings gar nichts mit Lenin zu tun hat. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man den Begriff trotzdem kennt, weil er hat auch eine enorme Bedeutung für die Kriegswirtschaft. Eben Lenin arbeitet heraus, dass diese Tendenz der Verschmelzung enorm eng geworden ist im Ersten Weltkrieg. Und es ist wieder eine Tendenz, die heute in der Ökonomie voll durchschlägt, dass nämlich die Politik quasi über den Rechenstift des Buchhalters obsiegt. Mit diesem Sanktionsregime, was man jetzt hat rund um den Ukraine-Krieg, zum Beispiel die Abkopplung Russlands vom internationalen Zahlungsverkehr, das ist nicht einfach umzusetzen und hier spielt quasi das enge Zusammenarbeiten von Bankenaufsicht, von Staatsapparat, von Außenministerium eine zentrale Rolle in der Ökonomie, ob diese Überweisung nach Russland gehen kann oder nicht. Und das ist schwierig im Einzelnen quasi durch Gesetze darzustellen und ich meine, diese Leute schreiben sich auch die Gesetze teilweise selbst. Wir kennen sie in Österreich aus der Bankenrettung, die 2008. Die Vorlage dafür wurde vom Bankenverband geschrieben und die Parlamentarier haben gewartet im Parlament, bis die dieses Gesetz fertig gehabt haben und alle Parteien haben abgestimmt, ohne den Inhalt dieser Bankenrettung 2008 zu kennen. Es war dieser Rettungsschirm von 100 Milliarden, weil ihr könnt euch erinnern, was das Argument war, too big to fail. Die Gesellschaft kann sich nicht leisten, dass diese Banken pleite gehen und diese Banken quasi retten sich, also bestimmen die Bedingungen ihrer Rettung selbst und zahlt haben sie wir alle. Das ist das, was Lenin staatsmonopolistischer Kapitalismus nennt. So, das ist das Dritte.
das vierte oder damit zusammenhängend, obwohl der Welthandel enorm expandiert, viel schneller expandiert, der Export von Kapital, also von Kredit, von Finanzierung. Das heißt, der Export von Finanzkapital gewinnt eine stärkere Bedeutung als der reine Export von produzierten Waren. Das ist das nächste Merkmal. Und dann sagt der Lenin, die Aufteilung der Welt unter Kapitalistenverbände, das ist offensichtlich, dass die dominanten Länder, die imperialistischen Länder, quasi ihre Einflussgebiete weltweit abstecken. Und natürlich ist das keine statische Sache, sondern es ist im ständigen Wandel betroffen. Und das ist die Ursache von Krieg, für den modernen Krieg. Weil der Lenin sagt, naja, wie soll so eine Neuaufteilung passieren? Niemand gibt seine Privilegien, seine Einflusszonen freiwillig ab. Lenin sagt, natürlich kann das nur durch Gewalt erfolgen, diese Neuaufteilung. Und das beschreibt die aktuelle Weltsituation schon sehr, sehr gut. Also diese Definition hilft uns wirklich weiter. Das heißt, auch wenn diese Einteilung nicht statisch ist, aber können wir mal festhalten als Prinzip, dass man generell die Welt quasi in zwei Sorten von Ländern einteilen kann. Von imperialistischen Nationen und von abhängigen Nationen. Aber wie gesagt, Achtung, es ist alles eine fluide Sache. Zum Beispiel kann auch ein abhängiges Land, zum Beispiel von Deutschland oder vom US-Imperialismus, in der Region selbst auch eine kleine imperialistische Rolle zu spielen. Zum Beispiel, Pakistan ist eine völlige Kolonie, aber gleichzeitig spielt Pakistan auch eine kleine Rolle als Regionalmacht, imperialistische Macht in Afghanistan. Afghanistan ist eine Einflusszone von Pakistan, obwohl Pakistan eine komplette Kolonie des Westens ist. Also, ja, that's the point. Auch Lenin liefert hier viele Beispiele dafür. Aber letztendlich muss man sagen, dass die Möglichkeit für eine eigenständige Außenpolitik sehr begrenzt ist für kleine, mittlere und schwache Staaten. Und die Grundlage, quasi, dass sich die Sachen ändern können, ist in letzter Konsequenz die ökonomische Stärke, die man hat. Und hier hat es in den letzten Jahren eben einige Veränderungen gegeben. Wir haben 30 Jahre stürmisches Wirtschaftswachstum in China. China hat die Weltwirtschaft mehrmals gerettet vor einer tiefen Krise und hat die schnellst wachsenden Militärausgaben der Welt, ist selbst zu einer imperialistischen Macht geworden. Und ich glaube, wir können feststellen, dass diese Blockbildung, die stattfindet, sich entlang von zwei Polen entlang scheitert, nämlich die USA, die dominante imperialistische Macht, spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg unbestritten, und einem aufstrebenden chinesischen Imperialismus. Der Kapitalexport hat auch eine wichtige Auswirkung auf die Gesellschaft des kapitalexportierenden Landes. Wer Kapital exportiert, der importiert extra Profit. Und das bietet die Möglichkeit, was Lenin bezeichnet, dass der Kapitalismus in den dominanten Ländern einen parasitären Charakter annimmt. Er schildert zum Beispiel die Südküste Englands, wo de facto keine Ökonomie, also keine produzierende Ökonomie da ist, nur noch eine Rentenökonomie mit Hauswirtschaftsangestellten, Serviceindustrie oder so. Und ich glaube, das beschreibt sehr gut irgendwie den Prozess, den hier stattfindet. Und das hat auch eine unmittelbare politische Konsequenz, dass die Kapitalisten in imperialistischen Ländern einen Teil der Arbeiterklasse einkaufen können. Er nennt das die Arbeiteraristokratie. Und auch das ist extrem gut greifbar, oder? Also, wir haben gestern über die Gewerkschaften Betriebsräte geredet. Wenn ich mir die Betriebsratskörperschaft in der Voestalpine Linz anschaue, ist da jeder Arbeiterbetriebsrat freigestellt, obwohl es gesetzlich nur vier sein sollten. Die gehen nie hakeln. Die kriegen alle Ausgaben irgendwie bezahlt, der Wahlkampf, alles vom Management. Sie tragen alles mit. Sie spalten irgendwie den Metaller KV.
Und ja, das ist das, was Lenin Arbeiteraristokratie nennt. Und die Ideologie dieser Leute ist halt Standortdenken, Reformismus, quasi Betriebspatriotismus etc. Und die Leiharbeiter und die Migranten, die Drecksjob machen, werden nicht vertreten. Man kämpft nicht für ihre politischen, demokratischen, sozialen Interessen, oder? Jeder, der in großen Betrieben ist, kann das fassen irgendwie. Was ist die soziale Basis eines Betriebsratskaisers in einem österreichischen Konzern? Das sind halt quasi die best verdienenden Facharbeiter, Angestellten etc. Und der Rest ist ihnen eigentlich wurscht. Jetzt zur historischen Imperialismus-Diskussion. Das ist wichtig, weil alle diese Phänomene hat man natürlich wahrgenommen. Aber nur Lenin hat es völlig durchdrungen und gesamthaft beschrieben. Alle anderen haben nur Teilaspekte und sogar falsche Teilaspekte benannt. Um das zu nennen, eines der ersten Werke, die sich mit dem Imperialismus beschäftigt, ist Hilferding, das Finanzkapital, der die dominante Rolle der Banken feststellt. Das ist, wann ist das ungefähr, 1910, 12 oder 11, sowas, genau. Kautsky, der Führer der Zweiten Internationale, der hat eine ziemlich falsche Imperialismus-Analyse, weil er sagt, und zwar auch während des Ersten Weltkriegs, Imperialismus besteht darin, dass ein industrielles Land ein agrarisches Land überfällt, was natürlich den Hauptkonflikt des deutschen Imperialismus genauso zudeckt. Das ist nämlich der Hauptansporn von Deutschland, war die Niederringung des hauptsächlichen Konkurrenten Frankreichs und nicht die Eroberung von agrarischen Gebieten. Und das geht bis heute. In den 90er Jahren in der No-Global-Bewegung, wo der Funke aktiv war, gab es einen Theoretiker, Tony Negri. Ja, ehrlich gesagt, ich habe seine Theorie nie verstanden, aber das ist, weil sie komplett idealistischer Topfen ist. Seine grundlegende Gedanken ist, dass die Macht quasi, dass es keine Nationalstaaten mehr gibt, sondern nur noch Macht, die sich überall manifestiert und nur noch die direkte Herrschaft des Kapitals, die er ausübt mittels Atombomben, Geld und Kommunikation. Und die Arbeiterklasse spielt gar keine Rolle, weil die ist komplett, sondern die Multitüde. Das ist, glaube ich, solche Konzepte, die da im arabischen Frühling komplett gescheitert ist. Und er sagt auch, es gibt gar keinen Krieg mehr, sondern es gibt nur noch Polizeiinterventionen, weil er quasi die temporäre, komplette Überlegenheit, Dominanz des US-amerikanischen Imperialismus in den 1990er Jahren einfach komplett absolut setzt. Also genau, und die Herrschaft übt das Kapital aus, quasi das, was für Foucault die Kliniken und die Psychiatrien waren, ist jetzt die gesamte Gesellschaft. Also die Gewalt ist immer und überall und es gibt nichts dagegen, außer die Multitüde mit subversiver Kommunikation. Also genau, das sind so andere Ansätze, alternative Ansätze zu dem, was ich bisher beschrieben habe. Okay, also ich glaube, da kann man gut erkennen, dass Lenin besser ist, weil er nämlich über die Realität redet. Das, was er 1916 geschrieben hat, hilft uns extrem gut, die aktuelle Situation zu fassen. Was all diese unmarxistischen Imperialismusdefinitionen gemeinsam haben, dass sie davon ausgehen, dass der Imperialismus eine korrigierbare Phase ist, dass der Imperialismus ein politisches Problem ist. Aber um was es hier geht, im bisherigen, ist zu verstehen, dass Imperialismus nicht nur eine falsche Politik ist, der man eine friedliche Politik gegenübersetzen kann, oder die UNO oder die Neutralität. Nein, es geht nicht um die Politik. Es geht wirklich um die materielle Situation der Produktion, aus der all diese Erscheinungen, die wir wahrnehmen, direkt herausfließen. Das kann man nicht politisch korrigieren, das kann man nur zerschlagen. Das fließt 1:1 aus Lenin und alle anderen sogenannten Theoretiker sneaken um die Frage herum,
um nicht Position gegen die eigene herrschende Klasse einnehmen zu müssen. Das ist die Essenz, die politische Essenz. So, ich habe noch 20 Minuten und möchte das, was ich jetzt so quasi als Merkmale dargelegt habe, mit einem konkreten historischen Verlauf in Kombination bringen. Ich glaube, das ist wichtig für das Verständnis der Welt, in der wir leben. Der Erste Weltkrieg war die erste sehr große Neuverteilung der Einflusszonen global. Was ist passiert? Erstens einmal, wie ist der Krieg geändert? Nämlich durch die soziale Revolution, die siegreich war in Russland. In Ländern wie Österreich und Deutschland hat man nur die bürgerliche Republik hervorgebracht, die beide nie stabil waren aufgrund des Gewichtes, das die Arbeiterklasse in dieser Revolution etablieren hat können. Aber auch gerade in Österreich ist das ein starkes Thema. Österreich-Ungarn ist verschwunden von der Landkarte. Und das war eine extrem gezielte Politik vom aufstrebenden Imperialismus USA. Weil Österreich-Ungarn war das schwache Glied im Ersten Weltkrieg unter den Mittelmächten. Und die USA, Wilsons Nationalitätenprogramm, hat keinen altruistischen Inhalt gehabt, sondern den Inhalt gehabt, Österreich-Ungarn bis zum Untergang im Krieg zu behalten, weil er sich einfach geweigert hat, quasi Österreich wollte ab 1916 aus dem Krieg raus, weil die Habsburger haben checkt, dieses Reich zerschlagt, und Wilson hat gesagt, sorry, wir verhandeln nur mit legitimen Nationen. Und ich nenne das auch so, nicht nur aus Kuriosität, weil das ist typisch für den amerikanischen Imperialismus, dass er aufgrund seiner Dominanz quasi andere quasi seinen Job machen lässt. Ja, es gibt diese ständigen Polizeiaktionen des US-Imperialismus, aber aufgrund seiner Dominanz, die er sich erarbeitet hat, lässt er hauptsächlich andere für sich kämpfen. Siehe die Ukraine, das hat einfach historisch Kontinuität. Das heißt, die ersten Anläufe für Imperialismus oder für imperialistische Außenpolitik macht die USA 1889, kann man sagen, mit dem Ende des Kolonialreiches in Spanien, den Philippinen und Kuba. Und das ist signifikant. Schauen wir uns Kuba an. Das ist die letzte Kolonie Spaniens. Wir haben eine Aufstandsbewegung seit den 1870er Jahren, die in Wirklichkeit die spanische Kolonialherrschaft beenden. Die Amerikaner sehen das. Sie fahren mit ihrer Flotte vor den Hafen von Santiago und schießen ein Schiff nach dem anderen, versenkt die spanische Armada. Ein Schiff nach dem anderen, kann man heute tauchen gehen, soll sehr schön sein. Da liegen die letzten 12 spanischen Schlachtschiffe in Lateinamerika. Dann setzen sie 500 Truppen ab und besetzen Guantanamo bis heute. So, und schreiben sich in die Verfassung des unabhängigen Kubas, dass nichts passieren darf, das sogenannte Platt Amendment von 1902 oder 3, dass es keine gewichtige Entscheidung geben darf von der kubanischen Regierung, die nicht die Zustimmung der US-amerikanischen Botschaft hat. Und dieses Muster wird perfektioniert. Und die USA kann dieses Muster durchsetzen, weil sie eine solche ökonomische Macht akkumuliert hat. Und im Übrigen, die USA war eine Kolonie Großbritanniens. Das heißt, wenn man heute sagt, es gibt ja nicht, dass China die USA herausfordert. Nein, das hat es historisch schon gegeben, dass ehemalige Kolonien das alte dominante Land abgelöst haben. Und in den zwei Weltkriegen, im Ersten Weltkrieg, markiert die Abstiegsperiode des britischen Weltreiches und den Aufstieg des amerikanischen. Das ist eine Pari-Situation bis zum Zweiten Weltkrieg. Aber was die Amerikaner gleich machen im Ersten und Zweiten Weltkrieg, ist quasi ihr sneaky way, weil sie steigen in den Ersten Weltkrieg erst 1917 ein, als Europa sich schon völlig exhausted hat durch einen dreijährigen Krieg, so dass sie nur quasi das Äußerl sind, die Waage zum Kippen bringen. Im Zweiten Weltkrieg detto. Die USA unterstützt zwei Jahre Großbritannien und unterstützt Großbritannien auf Art und Weise,
dass sie Großbritannien also runterdrücken. Weil sie liefern 2 Jahre lang nur Waffen an Großbritannien, aber nicht gratis, sondern mit Kredit. Dann wird der ganze Goldschatz Großbritanniens in die USA transferiert. Das bildet irgendwie die Basis für, dass der Dollar zur Welthandelswährung wird. Und dann setzt die USA gegenüber Churchill durch, dass die USA mit den britischen Kolonien in Dollar handeln darf. Also der Pfund Sterling wird als Weltwährung abgelöst. Und dann schauen sie zu, was 2 Jahre passiert. Dann sehen sie schon die Japaner, das gefällt uns gar nicht, dass die ganz Asien übernehmen. Und dann verhängen sie ein Wirtschaftsembargo gegen Japan, dass Japan von Erdöl abgeschnitten wird und zwingen de facto den japanischen Imperialismus, die USA, anzugreifen. Dann steigt die USA im Dezember 1941 ein und erst dann geht man in die Anti-Hitler-Koalition und verzögert aber die Invasion, die die Briten unbedingt wollen, weil die Briten wollen die Kontrolle, verzögert die Invasion um 2 Jahre, bis 1943. Und die Amerikaner geben erst Gas, quasi, als die Rote Armee nach Mitteleuropa vorrückt. Weil die US-amerikanische Kriegsführung ist eine Schlafwagenkriegsführung. Weil sie warten einfach, dass alle sich verausgaben, um dann das Ganze einfach zu dominieren. That's the point. Und so wird die USA zur dominanten imperialistischen Macht. Und das Einzige, was sie einschränkt, ist die Sowjetunion und dann ein paar Probleme der kolonialen Revolution. Wir erinnern uns an den Koreakrieg, die chinesische Revolution, dann die kubanische Revolution und dass sie den Vietnamkrieg verlieren. 1975, aber wahrscheinlich schon früher. Ich meine, die haben 20 Jahre dort militärisch interveniert. Das heißt, die Macht war nicht allmächtig, aber sie waren voll die führende Macht im Westen. Aber dann ist so, dass der Stalinismus zusammenbricht, 1991, und dann ist die USA die komplett dominante Macht, die 10 Jahre lang keine Konkurrenz hat, global. Das ist die Epoche, wo die USA die Doktrin verfolgen, der New World Order. Und die Intellektuellen der Bourgeoisie diskutieren darüber, dass das Ende der Geschichte da ist. Und das ist das Jahrzehnt, wo wir die 2 Kriege gegen den Irak, der Krieg gegen die Invasion in Afghanistan, die Invasion in Somalia, die Bombardierung von Jugoslawien, alles das, die USA verwaltet das komplett, wie soll ich sagen, die sind einfach komplett dominant und setzen ihre Vision, ihre Kontrolle mit ihrem überlegenen Militär, mit ihrer überlegenen wirtschaftlichen Macht global durch. Reden wir mal kurz über Europa, da leben wir. Erstens einmal, wie soll man die EU fassen? Aber in der Essenz ist die EU ein imperialistisches Bündnis. That's the point. Und der gleiche Prozess, den ich anfangs strukturell geschildert habe, passiert in der EU. Die Gründungsakte der EU ist die Zusammenlegung der Produktivkräfte, die Europäische Union für Kohle und Stahl, Deutschland und Frankreich. Und der Prozess ist dann sehr, sehr weit gegangen, bis dahin, dass es eine gemeinsame Währung gibt. Obwohl, und wie der Lenin sagt, diese ökonomische Zusammenlegung führt auch zu einer politischen Zusammenlegung. Und politisch bedeutet auch immer militärisch, weil Militär und Politik ist komplett das Gleiche in einer imperialistischen Situation. Das muss uns bewusst sein. Wenn ich über Politik rede, dann hat das auch immer militärische Komponente. Lenin streicht das heraus. Diese Idee, dass die EU ein Friedensbündnis sei, natürlich, es liegt irgendwie in der Tendenz, war immer in der Tendenz angelegt, dass es einen militärischen Ausdruck geben wird, was in diesem EU-Budget jetzt das erste Mal wirklich verankert ist. Und die Hauptidee der gemeinsamen militärischen Kompetenz der EU war Afrika. Das war auf Nord- und Subsahara-Afrika. Jetzt ist halt der Ukraine-Krieg dazugekommen. Aber, ich glaube, es ist wichtig festzustellen, dass
Ein Resultat des Ukraine-Krieges ist, dass die EU enorm die militärischen Bemühungen in Afrika anstrengt. Weil dieser Krieg findet nicht nur in der Ukraine statt, der findet auch in Subsahara statt. Die Russen dominieren heute Zentralafrika und Mali, haben die Franzosen dort ausgekaut vor ein paar Monaten. Und die EU versucht hier Terrain gut zu machen, indem sie jetzt eine Militärmission in Burkina Faso, in Niger und in einem dritten Staat in Westafrika startet, um hier ihren Einfluss gegenüber dem russisch-chinesischen Imperialismus zurückzudrängen. Das heißt, das Battlefield ist überall. Ganz kurz zu Russland. Auch Russland ist ein imperialistisches Land. Hat die Krise überwunden der 1990er Jahre. Das ist eng verbunden mit der Konsolidierung der russischen Bourgeoisie, wo der russische Staat eine zentrale Rolle spielt. Und mit einer Reihe von Kriegen, angefangen vom Tschetschenienkrieg über den Georgienkrieg, die Annexion der Krim, die Intervention und Syrien 2014-15 und jetzt der Ukraine-Krieg. Es ist ein schwächerer Imperialismus, der quasi nur in seiner engeren Umgebung sich von diesem Drang nach Osten quasi eine Satelliteneinflusszone halten möchte. Genau, das habe ich natürlich geslippt, weil es so offensichtlich ist. Es gibt die Orientierung der EU-Außenpolitik nach Afrika und das zweite ist der Balkan und Osteuropa, genau. Und hier tritt das in Konflikt mit dem russischen Imperialismus, der seit 20 Jahren hervortritt. Und dann ist China, das heute ein imperialistisches Land ist, Finanzexport. Seine Methode ist vor allem quasi die Schuldkolonialisierung. Die Chinesen vergeben Kredite, die die Länder nicht zurückzahlen können und dann übernehmen sie die Infrastruktur und die politische Kontrolle. Und das ist auf allen Kontinenten, zum Beispiel Montenegro. Die haben denen extrem enorm viel Geld gegeben, um eine Autobahn ins Nichts zu bauen, in die Berge nach Montenegro. Montenegro kann sich zurückzahlen, dafür kriegen sie jetzt den wichtigsten Hafen bar. So läuft es halt. Und so wirklich in allen Ländern, in allen Kontinenten. Nicht in allen Ländern, aber in Ländern in allen Kontinenten. Zum Beispiel Pakistan. In Pakistan streiten heute die USA und China darum, wer die dominante, zu welcher Einflusszone Pakistan kommt. Das erklärt auch viel von Terror und Kriegen und natürlich der Armut der Massen. Genau. Und was wir analytisch festhalten müssen, dass dieser Konflikt zwischen USA und China der zentrale imperialistische Konflikt des 21. Jahrhunderts ist. Und das ist das, was Trotzki schon vorausgesagt hat, weil diese Kräfteakkumulierung bereits sichtbar war. Und jetzt ist eine Situation, wo das offen politisch aufbricht. Und die Amerikaner haben das komplett klar, ich hoffe, das klappt jetzt. Der Chief General Army Dingsbums, also der amerikanische Generalstabschef Mark McMilley, hat jetzt im Mai eine Rede gehalten in West Point, wo die amerikanischen Offiziere ausgebildet werden, wo er quasi das Programm des amerikanischen Imperialismus nennt. Und wir müssen schauen, dass wir diese Rede gesamthaft kriegen und einfach nur im Funke abdrucken, weil er sagt, er stellt die Offiziere der amerikanischen Armee darauf ein, für einen potenziellen Krieg der Supermächte und sagt, ihre Generation muss das ausfechten. Und er nennt es bei Namen. Er sagt, unsere Aufgabe ist China und Russland. Und er sagt, dieser Krieg wird mit neuer Technologie geführt. Er sagt, ihr werdet gegen Panzerschiffe und Flugzeuge kämpfen, die von Robotern gesteuert werden. Er sagt, dass der technologische Vorsprung der USA im militärischen Gebiet heute verschwunden ist. Das, was einst nur die Vereinigten Staaten vorbehalten war, kann sich heute jedes Land kaufen, wenn es das nötige Geld hat. Er sagt, die heutige Welt, in die wir euch losschicken, hat darum das Potenzial eines großen Konfliktes zwischen großen Mächten. Und dieses Potenzial wird nicht kleiner, es steigt. Das ist die Perspektive des US-Imperialismus, auf was sie sich ökonomisch, politisch vorbereiten. Das ist die Welt, die die herrschende Klasse für uns bereitet. Okay? Eine Welt von ständiger Aufrüstung und dem Versuch, direkt den anderen großen imperialistischen Gegner niederzuringen.
Das ist die Zukunftsvision der herrschenden Klasse. Und jetzt zur Ukraine. Es ist wichtig, dass man nicht nur das Phänomen, sondern auch den Inhalt beschreibt. Das mit der Ukraine, das ist keine militärische Intervention. Das ist eine große imperialistische Auseinandersetzung zwischen den zwei größten Armeen Europas, mit den zwei größten Arbeiterklassen Europas, mit einem riesigen Hinterland. Die Ukraine hat als Hinterland den ganzen westlichen Imperialismus und Russland ist ein vast country und ist politisch gar nicht so isoliert, wie der Westen propagandistisch in den Medien darstellt. Das heißt, es ist ein klassischer imperialistischer Krieg. Und der wird nicht nur militärisch vollzogen, sondern auch wirtschaftlich. Alle Waren, Energie, Nahrungsmittel, Düngemittel, Holz, Chips, Edelgase, alles das ist Teil der Kriegsführung, ist eine strategische Waffe im Kampf dieser zwei Blöcke. Und nicht nur das, Währungen, das Finanzkapital etc. Was bedeutet das, wenn die russischen Banken vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten werden? Das ist unglaublich. Ist übrigens dem Westen nicht gelungen, weil Länder wie Österreich und Deutschland von Erdgas abhängig sind und das auch bezahlen müssen. So, und ich möchte an dieser These festhalten, dass sich zwei Blöcke herausbilden. Niklas hat mir gestern nicht zugestimmt im SAMAP und hat dafür gute Argumente, weil es gibt viele Regionalmächte und so. Also aber ich glaube, wir müssen das weiter diskutieren, weil wir können nicht nur wahrnehmen, wir müssen auch die Entwicklungstendenzen herausarbeiten. Das wird echt wichtiger. Und die Essenz von dem, was rund um den Ukraine-Konflikt passiert ist, dass Politik wirklich entscheidender wird als Betriebswirtschaft oder ist entscheidender geworden. Wenn man das anschaut, Russland und die EU, das war eine tolle Partnerschaft, unter Anführungszeichen, wo beide Teile davon profitiert haben. Die Russen haben einen sicheren Abnehmer für ihre natürlichen Ressourcen und Europa hat extrem billig, ohne jemals ein Lieferproblem zu haben, kriegt diese russische Energie seit 40 Jahren. Und das ist zum gegenseitigen Nutzen in der Theorie und in der Praxis. Und was jetzt passiert ist, uns muss klar sein, dass ohne Gas und Öl aus Russland nicht nur unmittelbar eine brutale Krise passiert in Europa, sondern dass das langfristig den europäischen Kapitalismus enorm schwächt. Denn woher kommt jetzt irgendwie dieses scheiß Öl und Gas? Ein Teil liefert die USA, aber nur 20%. Die USA hat nur die Kapazitäten, 20% von dem zu liefern, was Russland liefert. Zu einem Preis, der sage und schreibe 10-mal höher ist als das russische Erdgas. Das heißt, sogar wenn das gelingt, jetzt diese Situation zu überwinden, die nächsten 2, 3, 4 Jahre, ist es so, dass einfach das Leben und die Produktion in Europa nachhaltig extrem viel teurer sein muss und dass Europa am Weltmarkt verliert gegen alle anderen Mächte. Das heißt, Europa ist wirklich am absteigenden Ast. Und jetzt gehen die Deutschen in die Vereinigten Arabischen Emirate und sagen, wir holen dort das LNG her. Und was macht Abu Dhabi? Die machen so, es gibt keinen Vertrag mit Abu Dhabi. Warum? Um was geht's? Es geht um die Lieferzeiten, es geht ums Preis, um den Preis. Und sie behaupten, sie können gar nicht liefern vor 2024. Wahrscheinlich, weil die Chinesen irgendwie mehr zahlen. Ich meine, es ist, keine Ahnung, was da die letzten Wochen gelogen worden ist, das ist unglaublich. Aber der Punkt ist, da werden es schon noch sehen irgendwie. Man kann, eine Gesellschaft ist kein postmodernes Konstrukt, wo quasi der Sprechakt die Realität ergibt. Es ist einfach ein Faktum. Es ist einfach ein Faktum, dass das soziale Regime in Europa völlig durcheinander wirbeln wird. Und ich rede hier nur über Energie. Es gibt auch noch viele andere Faktoren. Zum Beispiel, wo tut das österreichische Kapital am meisten Finanzen hin exportieren? Nach Osteuropa, an den Balkan. 50% des Profites des Raiffeisenkonzerns, des wichtigsten imperialistischen Konzerns, kommen vom russischen Markt.
Und jetzt müssen sie diese Bank verkaufen. Das wird was machen in Österreich, wenn dieser Milliardenprofit in Russland in Wien nicht gut geschrieben wird. Garantiert. Und das bereitet die soziale Revolution, das ist Teil des Prozesses der sozialen Revolution in diesem Land. Ich bin schon am Ende. Wir müssen nur den Schluss daraus ziehen. Und wir müssen verstehen, dass Europa wirklich das schwächste Glied in diesem internationalen Konflikt ist und dass die europäische Bourgeoisie wirklich zwischen allen Stühlen sitzt. Und ich glaube, man kann es so zusammenfassen, was heute besteht in Europa, ist ein Widerspruch zwischen der politischen Affiliation der Bourgeoisie, nämlich mit dem Westen, und der ökonomischen Affiliation mit Russland. Und Widersprüche bauen sich auf, existieren, aber sie müssen sich auch lösen. Und das hat ein enormes Konfliktpotenzial. Das muss in Einklang miteinander gebracht werden. Man kann nicht politisch quasi alles tun, damit die russische Armee in der Ukraine verliert und gleichzeitig ökonomisch von Russland abhängig zu sein. Das geht sich nicht aus. Und das wird zu allen möglichen Spaltungen führen. Erstens mal in der Bourgeoisie selber. Wir haben das gehört und mitgekriegt. Die österreichische Bourgeoisie, das Erste, was sie gefordert haben, ist, dass ein Staatssekretariat für Energiefragen eingerichtet wird, weil sie kein Vertrauen haben in die österreichische Bundesregierung, obwohl sie die Bundesregierung kontrollieren. Weil das ist ein enormes Problem und die warnen die ganze Zeit. Gleich die deutsche Industrie, BASF sagt, der Chef von BASF sagt, uns muss klar sein, dass der deutsche Wohlstand von russischen Energielieferungen abhängt. Das muss einen politischen Ausdruck finden. Das ist ganz, ganz klar. Wir werden es sehen. Aber ich glaube, es ist, je länger dieser Krieg geht, ich meine, Sie können sich alle darauf einigen, nein, nicht einmal das irgendwie, weil die Briten und die Amerikaner, die wollen, dass dieser Krieg lang geht, um Russland zu schwächen. Das ist das, was sie deklarieren. Aber die einzige Hoffnung, die Länder, die Bourgeoisien in Österreich, Deutschland, Ungarn haben, dass dieser Krieg möglichst kurz ist, weil er wird uns, also das heißt, wir sind in einer Welt mit enorm vielen Widersprüchen, einer kompletten Umgruppierung, Spaltungen auf allen Ebenen. Es ist der Beginn des Zeitalters einer enormen Regimekrise, des bürgerlichen Regimes in Europa. Das ist die Signifikanz des Ukraine-Kriegs.